Hey meine neugierigen Freunde, die Menschheit ist vermutlich eine der intelligentesten und prägendsten Spezies, die je auf dem Planeten Erde gelebt hat. Doch es gab auch andere dominierende Spezies, unter anderem die Dinosaurier, die die Erde rund 170 Millionen Jahre lang beherrschten. Sie waren kräftig, robust und sehr gut an ihre Umwelt angepasst. Und doch starben sie aus. Genauso kann es also auch uns Menschen ergehen. Wenn das passiert, dann wäre alles, was wir uns je aufgebaut haben, das heißt vor allem unser Wissen über Physik, Biologie oder Chemie, für immer verloren. Man kann sagen, dann war alles umsonst. Unser Erbe wäre vernichtet. Deshalb nahm es sich der US-amerikanische Unternehmer Nova Spivack zur Aufgabe, das Erbe der Menschheit zu sichern, indem er an verschiedenen Orten im Sonnensystem quasi Sicherungskopien unseres Wissens und unserer Biologie, das heißt zum Beispiel DNA-Proben, platziert. Sollten wir auf der Erde also durch irgendeine Katastrophe ausgelöscht werden, dann wäre unser Erbe weiterhin im Sonnensystem verteilt und könnte von zukünftigen Lebensformen gefunden und verwendet werden. Um das Ganze zu starten, gründete Nova Spivack im Jahr 2015 die Ark Mission Foundation. Als er im Jahr 2018 davon hörte, dass SpaceX vorhat, einen Tesla Roadster ins Weltall zu schießen, twitterte er Elon Musk, um ihm mitzuteilen, dass er gerne Bücher im Handschuhfach des Teslas platzieren wolle, um die erste Weltraumbibliothek zu erschaffen. Er meinte damit aber natürlich keine gedruckten Bücher, sondern digitale Bücher. Diese wurden mithilfe eines Verfahrens namens 5D Optical Data Storage auf einen Quarzkristall unter der Verwendung eines Femtosekundenlasers graviert, das von Hitachi und Microsoft entwickelt wurde. Damit soll eine Datenmenge von bis zu 360 Terabyte angeblich bis zu 14 Milliarden Jahre lang lesbar bleiben, kosmischer Strahlung widerstehen und Temperaturen von bis zu 1000 Grad Celsius standhalten, was diese Speicherobjekte zu den langlebigsten macht, die je von Menschen hergestellt wurden und deshalb auch als Superman Memory Crystals bezeichnet werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass Elon Musk von solch einer Technologie natürlich hellauf begeistert war, weshalb er der Platzierung im Handschuhfach des Teslas zustimmte. Seitdem schweben also unzählige digitale Bücher im Weltall. Doch das war Nova Spivack noch nicht genug. Was als nächstes passiert ist, das erzählt euch jetzt Tim vom Kanal Astrocomics TV. Im Jahre 2019 platzierte er weitere Bücher, Bilder, eine Kopie aller englischsprachigen Wikipedia-Einträge und sogar die Geheimnisse hinter den Zaubertricks von David Copperfield an Bord der israelischen Mondsonde Bereshit der Raumfahrtorganisation SpaceIL und Israel Aerospace Industries. Insgesamt waren das über 30 Millionen Seiten, weshalb er das Ganze als Lunar Library bezeichnete. Und noch etwas anderes war an Bord der Mondsonde, und zwar in Epoxidharz eingegossene DNA-Proben von 25 Menschen, Spuren exotischer Pflanzen und sogar gefriergetrocknete Bärtierchen. Bärtierchen sind nur etwa 1 mm groß, besitzen 8 Beine und kommen weltweit im Meer, Süßwasser und in feuchten Moosgebieten vor. Sie gehören zu den widerstandsfähigsten Lebewesen auf der gesamten Erde, und dies ist auf eine Fähigkeit namens Kryptobiose zurückzuführen. Das ist ein todesähnlicher Zustand, in dem sie heftige Umweltbedingungen überdauern können. Unter anderem können sie dadurch in extremer Kälte und Hitze, im Vakuum und unter radioaktiver Bestrahlung überleben. Mehr zu ihren Eigenschaften und wie sie sogar Pistolenschüsse überleben können, das erkläre ich euch in meinem Video auf meinem Channel Astrocomics TV, das später im Abspann verlinkt ist. Aber zurück zur israelischen Mondsonde Bereshit. Unglücklicherweise ging die Landung schief. Die Sonde zerschellte auf dem Mond und konnte ihre geplanten Aufgaben demnach nicht ausführen. Die Lunar Library sowie die menschliche DNA und natürlich die Bärtierchen liegen nun also zerstreut auf dem Mond. Und es gibt tatsächlich eine realistische Wahrscheinlichkeit, dass die Bärtierchen den Aufprall überlebt haben. Das heißt, in diesem Moment befinden sich mit einer realistischen Wahrscheinlichkeit lebendige, wenn auch im kryptobiotischen Zustand befindliche Bärtierchen auf dem Mond, der so lange nur eine tote Steinwüste war. Nova Spivack wird deshalb von vielen Leuten als Weltraumpirat bezeichnet, der den Mond kontaminiert hat. Was denkt ihr über ihn? Ist es okay, was er getan hat und was er noch vorhat? Oder glaubt ihr, dass er verrückt ist? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Hier geht es wie versprochen weiter zu Tims Video über die Bärtierchen. Schaut es euch gerne an. Und abonnieren lohnt sich. Tim macht regelmäßig spannende neue Weltraumvideos. Ich danke euch fürs Zuhören und vor allem danke ich meinen Unterstützern auf Patreon und meinen Kanalmitgliedern. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video.
Ciao.